Hallo, ihr Weltraumfahrer und Schwarzhändler! Zu einer neuen Folge von Avorion. Schön, dass du da draußen wieder reinschaust. Und an alle Zuschauer, die immer meine Videos fleißig schauen und mit einer Bewertung unterstützen, an der Stelle vielen Dank. Wir sind unterwegs, die Waffenlieferung abzugeben und müssen uns dann heute um den Drogenhandel kümmern. Erst war es der Waffenhandel, jetzt ist es der Drogenhandel. Und dazu müssen wir nämlich hierhin die Waffenlieferung abgeben und dann gleich weiterfliegen, denn Izzy hat wieder neue Aufträge für uns. Unter anderem auch mal ein bisschen Drogen schmuggeln. Eigentlich wollte ich nie kriminell werden. Aber in Avorion geht das scheinbar nicht anders. So. Da oben müssen wir hin. Ein Habitat. Okay, ein verstecktes Habitat. Schauen wir doch mal gleich, was da uns erwartet. Ich muss natürlich wieder aufpassen, dass ich hier nicht irgendwo gegenratsche. Außerdem ist mein Frachtraum voll. Ich muss den auch mal leeren. Okay. Also mittendrin liegt hier irgendwie so eine kleine Station. Keiner weiß warum, wieso, weshalb. Habitat. Quantumspulen abgeben. Okay, also, die bauen die zusammen. Bevor die Familie angefangen hat, mich zu bedrohen, habe ich den Kontakt der Cavalieri in Sektor 356444 getroffen. Okay. Gut, habe ich. Und jetzt soll ich irgendwie die Waffenlieferung. Aha, ist also noch nicht beendet. Ich habe die Befürchtung, dass wir noch böse Sachen erleben werden. So, okay, also Adriana Stahl, das ist der General von denen. Hallo Knappe, du hast mir die Waffen gebracht. Ich habe nur eine Frage. Welche Frage? Wer bist du und warum hast du unsere Waffen? Ich arbeite für Izzy. Oh, Izzy, die Frau ist launisch. Ich hoffe, du bist vertrauenswürdiger als sie. Ich denke schon. Naja, ich habe schon länger darüber nachgedacht, Izzy zu ersetzen. Wärst du daran interessiert, mehr Aufträge von uns anzunehmen? Moment mal. Nein! Wieso geht klar? Melde mich bei dir. Okay, nimm erstmal diese Belohnung. Gut. 20.000 verbessert. Hab eine neue Mail bekommen. Beschädigte Station. Hallo Knappe, die Kavaliere oder Kavalieri wollen halt, dass ich jetzt da mal nachschaue. Einige Stationen hier in der Nähe handeln mit der Familie und der Kommune, auch wenn wir einen Vertrag mit ihnen haben, der das verbietet. Wir müssen dafür sorgen, dass jeder weiß, dass wir diejenigen sein werden, die Ordnung in der Galaxie herstellen werden. Wir sind diejenigen, die die Piraten und die Sotan ein für alle Mal besiegen werden. Aber dafür müssen die Fraktionen auf uns hören. Wir müssen ihnen zeigen, dass sie sich an die Verträge mit uns halten müssen. Den Anfang machen wir mit der rebellischen Station in Sektor 35231. Flieg dorthin und beschädige sie. Lang lebe der Imperator. Puh, ja, nee. Eigentlich wollte ich das nicht. Izzy hat gesagt, wir sollen uns da fernhalten. Weiter geht's. Drogenhandel. Mission aktualisiert. Drogengeschäft. Gucken wir mal gleich, wo wir da hin müssen für das Drogengeschäft. Da jedenfalls nicht. Was ist das? Demonstration von Stärke. Das ist nicht die Quest. Der Einsiedler, das müssen wir auch noch machen. Aha, da ist das Drogengeschäft, da müssen wir hin. Sektor markieren. Wie kommen wir jetzt da am schnellsten aber hin? Das ist gar nicht so einfach. Wir müssten quasi rumfliegen. Geht, glaube ich, schneller, als wenn wir jetzt hier über den Punkt fliegen.
Ah, okay, also so wie es aussieht, geht das Ding hier noch... Okay, also wir müssen hier lang. Wir müssen also komplett zurück. Ich weiß nicht, wie weit das hier noch geht. Vielleicht ist es ja hier beendet. Wir probieren es nochmal. Wir fliegen in die Richtung. Sekunden. Okay, also der Spalt geht hier noch, weiß ich wie lang. Ich hoffe mal nicht. Okay, also wir drehen um. Also ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich dann angekommen bin zum Drogenhandel. Puh, das war ein Ritt. Also, wir sind angekommen. Müssen nur noch einen Sprung zu den Zielkoordinaten machen. Da sind wir auch schon. Und hier werden wir dann unsere Drogen abholen. Außerdem habe ich mittlerweile, glaube ich, eine weitere Mission bekommen. Das Paket. Oh Gott. Oha, das habe ich aber ordentlich gerammt. Mal ein bisschen langsamer anfliegen. Doch ein bisschen zu schnell. Also ich glaube, das bewegt sich nicht. Mal sehen. Julianes Schiff. Rufen. Juliana, kannst du bitte wieder gehen? Ich warte auf jemanden. Ja, mich. Ach, wirklich? Wer bist du denn? Ja, ich habe den Auftrag von Izzy übernommen. Oh, geht es ihr gut? Ja, sie hat nur sehr viel momentan zu tun. Okay, naja, ich sehe kein Problem darin, wenn du den Job übernimmst. So wie ich Izzy kenne, kann man ihr bestimmt vertrauen. Dann erzähle ich dir mal, worum es hier geht. Wir brauchen jemanden, der ein Päckchen Drogen von einem Schmuggler in Sektor 35191 abholt und sie zu einem unserer Partner bringt. Kannst du das übernehmen? Na, selbstverständlich machen wir das. Du bist selbstbewusst, das ist schön. Wenn du erfolgreich bist, können wir über weitere Aufträge sprechen. Das klingt gut. Drogengeschäfte. Wunderbar. Wir sollen zum Sektor hierhin. Das liegt ja gleich in der Nähe. Das ist ja gar nicht mal so übel. Das sind wahrscheinlich alles noch diese Missionen, die man dann machen muss, um eben halt dort einsteigen zu können. So, wer bist du? Ich bin von der Kommune. Na klasse, der Tag wird immer besser. Was ist los? Ich habe die Drogen nicht mehr. Piraten haben hier fast mein Schiff zerschossen und die Drogen mitgenommen. Ich habe gerade so überlebt. Hast du gesehen, wo die Piraten hin sind? Meine Scanner zeigen immer noch einen von ihnen in Sektor 34995 an. Vielleicht findest du ihn dort noch, wenn du dich beeilst. Na klar, wir bemühen uns. Es tut mir leid, dass ich die Drogen verloren habe. Ja, davon können wir uns ja jetzt auch nichts kaufen. Was passiert mit mir? Keine Angst, ich finde sie. Danke, du machst mir Hoffnung. Nicht alle in der Kommune sind so verständnisvoll. Ja, was sollen wir machen? Wir haben einen Auftrag, wir sollen Drogen transportieren. Jetzt müssen wir uns die selber wieder beschaffen hier. Gut, da müssen wir hin. Können die Leute nicht mal auf ihre Drogen aufpassen? Ja, das Weltall ist wirklich ein gefährlicher Ort. Ja, das habe ich mir gedacht. Pirat, so, was willst du? Ja, ihr habt die Drogen von der Kommune gestohlen. Ja, und? Ich brauche sie wieder. Und du denkst, ich gebe sie dir einfach so? Du hast Nerven. Kommst hier alleine her. Ja, du bist doch auch alleine. Aber nicht mehr lange, Leute. Kommt her. Hier will jemand eine Lektion. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Gut, aber das müssen wir nun mal machen hier. Wir wollen ja unsere Drogen wieder haben. Okay, die Schiffe sind halt eben One-Shots. Unverwundbar. Ja, was ist das denn? Der hat wahrscheinlich so ein Unverwundbarkeitsmodul. Das gibt es nämlich auch. Unverwundbar.
Okay, den hat's zerlegt. Werden ja immer mehr. Er ist immer noch unverwundbar. Schauen wir mal, dass wir hier das alles auch einsammeln können, die Credits. Das sind alles wertvolle Credits, die hier rumliegen. Also die sind natürlich keine richtige Bedrohung jetzt, ne? Gut, zwei auf einen Streich. Also da war der Boss Swox in der letzten Folge deutlich schwieriger, das muss ich sagen. Der hatte schon ein bisschen mehr Dampf jedenfalls. Es war vielleicht auch die Masse der Schiffe. Hier liegt auch noch so viel rum. Oh. Rammmanöver. Auch das kann man in Avorion machen. Nehmen wir auch mit. Okay, der war ja unverwundbar. Feuer frei, den auch noch hier. Also viel werfen sie nicht ab, ne? Natürlich schade. Okay, ein grünes Upgrade nehmen wir auch noch mit. Okay, haben wir auch eingesammelte Credits. Gut. Da unten sind sie noch. Okay, Pirate, stopp, hör auf zu schießen, ich sag alles. Wo sind die Drogen? Wir haben den Schmugglern zurückgeverkauft, von denen wir sie gestohlen haben. Das ist nicht das, was der Schmuggler gesagt hat. Nein, nicht an genau den Kapitän. Wir haben sie an den Schmugglermarkt in Sektor 32698 verkauft. Na super. Die hatten so Angst, dass die Kommune sie bestraft, dass sie ihre eigenen Drogen von uns gekauft haben. Wow, das ist hart. Es tut mir leid, okay? Lass mich einfach gehen. Es tut ihm leid, dass er unsere Drogen geklaut hat. Aber erst kommt er mit seinen Freunden und möchte hier Rabatz machen. Und jetzt wird er auf einmal ganz klein mit Hut. Und nochmal hier alles mitnehmen. Da oben nicht. Oh, da ist noch ein goldenes Upgrade. Sehe ich gerade. Das ist natürlich gut. Es könnte ein Turm sein. Bin gespannt. Dreifach Pulskanonengeschütz Turm. Das hatten wir, glaube ich, schon gehabt. Pulskanonen. Seht ihr, das müssen wir auch mal einbauen. Ich habe gar nicht die Waffen gewechselt aus der letzten Folge. Da wir haben ja einige Sachen bekommen beim Boss Swox. Gut. Oh, dann mal weiter. Wo sollen wir jetzt hin? Sektor... Ach du meine Güte, das ist ja hier drüben. Wie kommen wir denn darüber jetzt? Ja, wir müssen hier hinspringen. Und dann müssen wir hier sozusagen das Tor nehmen.
Ich sehe gerade, mein Lagerraum ist auch komplett voll. Müssen wir auch mal lernen. Schauen wir mal Ausrüstungsdock. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht. Das nächste Ausrüstungsdock ist Meilen entfernt. Na gut, dann müssen wir erstmal darauf hoffen, dass wir hier in der Nähe noch einen Ausrüstungsdock finden. Weiter geht's. Immer weiter in die Outlands. Ui, ein schöner Planet hier, muss man sagen. Ich habe sogar das Gefühl, dass sie bei Black Market neue Planetenmodelle mit eingeführt haben, weil so einen habe ich noch nie gesehen hier. So, wir müssen... Welches Tor ist denn das? Osttor? Südtor? West-Nordwest muss das sein. Müssen wir mal ein Sprungtor benutzen? Okay, dann sind wir jetzt durch und müssten auf der anderen Seite sein. Genau, und dann fliegen wir mal gleich zu unserer Drogenumschlagplatz. Da soll ja dieser Drogenschwarzmarkt sein. Mussten natürlich aber 2000 Credits löhnen. Das ist natürlich schade. So, da fliegen wir mal hin. Schmugglermarkt. Die besten Waren in der Galaxie. Mach keine Schwierigkeiten. Gestohlene Markierung entfernen. Container aufbrechen lassen, Crew anheuern, Spion anheuern. Okay. Drogen abholen. Oh, wie können wir dir helfen? Die Kommune schickt mich, um die Drogen zu holen. Woher weißt du, dass die Drogen hier sind? Egal, wir haben sie wieder und das ist alles, was das zählt. Jetzt sind sie dein Problem. Grüß die Kommune von uns und sag ihnen, dass sie auf uns zählen können. Uns ist gerade aufgefallen, dass du nicht genug freien Frachtraum hast. Du brauchst 4. Ich bin gleich wieder da. Ja, das habe ich mir gedacht. Ressourcendepot. Ressourcendepot. Mal gucken. Ressourcen. Wäre jetzt das nächste. Ach Gott. Also entweder wir suchen hier eins auf der Seite, ein Ressourcendepot, es wird ja wahrscheinlich hier eins geben. Springen wir mal dahin. Vielleicht haben wir ja Glück und finden ja noch irgendwie einen Sektor mit einem Ressourcendepot. Das sieht ja mal gar nicht so übel aus. Mal gucken. Ressourcendepot. Bitte. Perfekt. Leicht das Richtige getroffen. Das muss da hinten sein. 65 Kilometer Entfernung. Egal. Da können wir erstmal uns leer machen. Mit Volldampf voraus. So, bei ungefähr 18 Kilometer muss ich dann aufhören. Also es passt immer ganz gut. 15 bis 18 Kilometer, dann sind wir auch da. Und können gleich andocken. Perfekt. Oh, das hätte beinahe gekracht. Das hätte wieder eine Schramme gegeben. Gut, also alles rüber.
drauf nehmen. Perfekt. Hat sich schon ganz gut was angesammelt. Über 1 Million haben wir schon. Es geht ja flott, muss man sagen. Also die Questen machen auch schon einiges her. Das heißt, wir können jetzt wieder zurückfliegen. Gut, dann wollen wir mal die Drogen holen. Also hier kann man auch Spione anheuern. Du musst andocken, um die nutzen zu können, okay. Da scheint ein Asteroid zu sein. Ja, es ist einer. So, jetzt aber, jetzt nehmen wir zum 5. Mal. Bitteschön, Dankeschön. Bringen Sie bitte zum Habitat in Sektor 34995. Danke. Das machen wir natürlich auch. Und das Habitat ist natürlich auf der anderen Seite, ne? Da kommen wir nicht hin. Das heißt, wir müssen hier wieder rüberspringen. Das müsste ja jetzt dann das Tor Ost-Südost sein. Damals schon. Und wie man sieht, habe ich da jetzt oben ein rotes Zeichen in der Mitte. Heißt also, ich habe verbotene Fracht und sollte mich möglichst fernhalten von jeglichen Kontrollen. Weil nämlich jetzt haben wir das Problem, wenn wir in diesen Sektor reinspringen. Wir dürfen also keine offiziellen Sektoren benutzen, sondern müssen jetzt inoffizielle Sektoren nutzen. Sonst haben wir ein Problem. Sonst werden wir entdeckt und dann sind wir unsere Fracht los und natürlich auch unsere Reputation. Möchtest du die Lieferung abgeben? Ja. Okay, komm bitte zum Dock. Schnell hin. Bevor man noch uns entdeckt. Die Frage ist, was kann man hier jetzt alles Drogen abliefern? Okay, endlich! Wir dachten schon, die Kommune hätte es sich anders überlegt. Das würden sie nicht. Hier sind die Waren. Klar, die Kommune scheint zuverlässig zu sein, wenn es um Drogen geht. Perfekt. Drogengeschäfte abgeschlossen. Oder Drogenhandel abgeschlossen. Erfolgreiche Drogengeschäfte. So, guten Tag, Herr Genosse. Die Schmuggler waren sehr beeindruckt davon, wie gut du die Situation mit den Piraten gelöst hast. Und ich muss sagen, ich bin auch beeindruckt. Kannst du mich bitte in Sektor 34799 treffen? 34799, das wäre dann hier. Das ist im Missionenpaket. Da oben, Drogengeschäft. Gut, wir müssen dahin. Also, wir haben schon ganz gut verdient. So, Juliana wieder. Hi. Du hast es geschafft. Hallo. Die Bewohner des Habitats sind sehr glücklich über die Lieferung. Die Verwaltung nicht so sehr. Aber so wird es sein, wenn wir alle befreien können. Und die Schmuggler wären froh darüber, dass du mir nicht gesagt hast, dass sie die Drogen verloren haben, dass sie selbst ausgeplaudert haben. Aber du hast dich als vertrauenswürdig erwiesen und wir bieten dir gerne weitere Aufträge an. Hast du Interesse? Geht klar. Sehr schön, ich melde mich, wenn ich weitere Aufträge habe für dich. Hier ist deine Bezahlung für den Job. Sehr schön, 20.000 verbessert. Nein, das ist der Ruf, den wir verbessert haben. 100.000 haben wir sogar gekriegt. Nice. Hilfe, ich wurde entführt. Genosse, ich brauche deine Hilfe. Ich bin entführt worden.
Sie haben mich in meinem eigenen Schiff eingesperrt. Einige meiner Besatzung sind verletzt und viele Systeme meines Schiffes wurden zerstört. Ich kann nicht fliehen und ich weiß noch nicht einmal, wo wir sind. Ich kann aber immer noch Nachrichten verschicken. Du musst mir helfen. Ich weiß nicht, wer verantwortlich ist und ich weiß nicht, wem ich vertrauen kann. Bitte triff meinen Freund Uyam in Sektor 32797. Ich kann ihm hundertprozentig vertrauen. Er sagt immer, er wäre der beste Spurenleser in der Galaxie. Er kann mir bestimmt helfen. Ich melde mich bei dir, wenn ich mehr weiß. Beste Grüße. Das wäre dann quasi die weiterführende Mission, die man machen könnte, was man aber nicht muss. Geht nur darum, dass wir erstmal die Mission abschließen. Ja. Und jetzt, Freunde, geht's weiter. Alkohollieferung. Alkoholschmuggel. Na bitte. Alkoholschmuggel ist hier unten. Hier übrigens ist das Paket. Wir fliegen mal zum Alkoholschmuggel. Ja, da haben wir ja die ganze Bankreihe durch von kriminellen Aktivitäten hier in Black Market. Moretti ist auch dabei. Hey du, hau bitte ab, ich warte hier auf jemanden. Ich kann hier niemanden gebrauchen, der einfach so herumhängt. Du wartest auf mich? Tatsächlich? Wer bist du? Izzy hat mir deine Mail weitergeleitet. Izzy? Das war ja zu erwarten. Sie ist völlig unzuverlässig. Sollst du ihre Arbeit machen? Ja, klar. Ich arbeite normalerweise nicht mit Fremden zusammen, aber das hier muss erledigt werden. Wir brauchen jemanden, der eine Alkohollieferung an den Schmugglermarkt in Sektor 35285 abholt. Kriegst du das hin? Aber selbstverständlich machen wir das. Gut, dann schauen wir mal, ob du es besser bist als Izzy. Wenn ja, könnten wir mehr Jobs für dich haben, also enttäusche uns nicht. Und fass auf gar keinen Fall den Alkohol an, der gehört der Familie. Okay, alles klar, verstehe. Alkoholschmuggel, da fliegen wir auch hin. Ich hoffe mal, dass da nichts schief geht. Aha, Schmugglermark. Hallo, kannst du uns helfen? Was braucht ihr für Hilfe? Piraten haben uns angegriffen. Wir haben uns gerade so geschafft, uns zu verteidigen. Aber sie haben davon geredet, mit Verstärkung wiederzukommen. Warum sollte ich euch helfen? Wenn du uns hilfst, verkaufen wir dir alles, was du willst, für einen guten Preis. Klingt gut. Macht euch bereit, sie kommen. Okay. War ja klar, dass das passiert. Schmugglerstation. Und wo kommen sie denn? Da sind sie. In 13 Kilometer Entfernung. Gut, alle Waffen an. Ja, die sind... Okay, das geht auch noch. Das war, glaube ich, ein blaues Upgrade. Ja, also manchmal sind die Schiffe ziemlich clever, muss ich sagen. Die halten einfach an. Ah, hier liegen überall noch Credits rum. Wäre sehr schade, wenn wir die rumliegen lassen. Wow, der braucht schon ein bisschen länger. Okay, weil wir den nicht richtig getroffen haben. Au, oh, hier gibt es auch wieder 3, 4, 5 Module. Okay. Da unten noch 2. Ah, scheinen noch ein paar mehr zu sein.
Drei sogar. Wo kommen die denn jetzt plötzlich alle her? Vier. Ja, die sind so lästig wie Fliegen, ne? Die machen zwar nicht viel Schaden, aber die Masse macht's halt eben, ne? Okay, der hat schon mal ein bisschen mehr vertragen. So. Okay, oh, okay. Bin wieder etwas angestoßen. Hier noch ein bisschen die Credits einsammeln. So. Das war's. Also wirklich keine Herausforderung. Das sind halt eben die Quest-Mobs und die Quest-Schiffe, nehme ich mal an. Wenn man dann aber doch irgendwie unten weiter jetzt da, wo ich mich befinde, da weiter in die Sektoren unterwegs ist und da kommen halt eben zufällig Raumschiffe, die sind schon ein bisschen härter. Das merkt man halt. So. Alkohol abholen, dazu muss ich wahrscheinlich wieder andocken. Ich bin gespannt, wo wir das hinbringen müssen. Ah, dann docken wir mal an. Okay, also, her mit dem Alkohol. Bitteschön. Bitte bringen Sie zu dem Habitat in Sektor 35285. Vielen Dank. Okay. Also, die wiederholen sich die Questen. Das ist so ähnlich wie Drogenhandel, nur dass es halt mit Alkoholschmuggel ist. Aber ich denke mal, danach werden wir mit Izzy reden können. Dann haben wir ja alles erledigt, was sie wollte von uns. Okay, möchtest du die Lieferung abgeben? Na klar. Ah, der Alkohol. Komm bitte zum Dock. Na gut, dann fliegen wir mal zum Dock. Okay, was ich auch festgestellt habe, diese Raumstationen sehen überall anders aus, ne? Also wirklich schon mal gar nicht so übel halt, ne? Wie ihr sehen könnt, das ist wieder eine komplett andere Raumstation. So, Alkohol abliefern. Okay, jetzt müsste es aber gehen. Okay, jetzt können wir über unseren Sieg über die Familie Gebühren feiern. Ihr gehört nicht zur Familie? Nein. Wir haben mal für sie gearbeitet, aber wir haben den Job ein bisschen vermasselt. Die Familie hat einen Typen geschickt, der sich beschwert hat und den haben wir so richtig verprügelt. Am nächsten Tag kam sein Boss vorbei, Amaretto oder so, und entschuldigte sich. Er hat uns sogar Alkohol versprochen, wenn wir niemandem erzählen, wie wir den Typ vermöbelt haben. Beeindruckend. Ja, nicht wahr? Sie haben offensichtlich Angst vor uns. Die Familie hatte keine Ahnung, mit wem sie es zu tun hatten. Und jetzt feiern wir mit ihrem speziellen Alkohol, die Idioten. Klingt wirklich clever. Das sind wir, aber du brauchst dich nicht einzuschleimen, du kriegst nichts von unserem Alkohol ab. Verschwinde jetzt. Okay. Das lief ja nicht so gut mit dem Alkohol. Gut, also, Grüße Partner.
Ich habe gehört, dass du den Alkohol erfolgreich ausgeliefert hast. Bitte triff mich in Sektor 344102, damit wir über eine mögliche künftige Zusammenarbeit reden können. Ja, da sind wir natürlich neugierig. Und fliegen da noch hin. Er will quasi, dass wir hier hinkommen zum Alkoholschmuggel. Tun wir ihm doch den Gefallen. Ah, der Moretti. Grüße, Partner. Hallo. Der Schmugglermarkt hat sich bei mir gemeldet. Sie waren sehr beeindruckt von deinen Fähigkeiten. Vielen Dank. Ich würde dir sehr gerne mehr Aufträge anbieten. Die Familie könnte einen Partner von deinem Kaliber gebrauchen. Interesse? Okay, wegen dem Alkohol. Was hast du denn... Hast du ihn nicht angefasst, oder? Es war ein spezielles Geschenk. Nicht für besondere Freunde. Hast du jemanden vergiftet? Das geht dich nichts an. Meine Freunde haben eine besondere Behandlung bekommen. Es war, was sie verdient haben. Was sagt das über mich aus? Das ist der vage Versteher. Ein Komplize, der zu viele Fragen stellt. Ich mag keine Komplizen, die viele Fragen stellen. Okay, ich höre schon auf. Gut. Hier ist deine Belohnung. Ich melde mich, wenn ich mehr Aufgaben für dich habe. Okay. Der war natürlich nicht gerade vertrauenserweckend. Und wir haben jetzt natürlich wieder eine neue Quest. Rivalen. Grüße, Partner. John Moretti von der Familie. Es scheint irgendwie eine wirklich harte Mafia zu sein. Wir sollen in den Sektor fliegen. Gut, das tun wir natürlich nicht mehr. Denn wir werden uns da nicht weiter darauf einlassen, auf die Aufträge. Nur, dass man da Bescheid weiß, dass es da eben halt auch ein paar Aufträge gibt. Hier haben wir noch die Mission, das Paket und natürlich den Einsiedler. Und da haben wir noch Notruf. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Von Avorion. Wir haben auf jeden Fall jetzt erstmal Izzy geholfen. Und ich hoffe mal, dass Izzy sich bald meldet. Denn ich habe noch keine weitere Meldung bekommen. Normalerweise müssten sie sagen jetzt, okay, es ist gelaufen alles und jetzt können wir weitermachen. Aber gut, wir haben ja außerdem noch das seltsame Xotan-Gerät, wir haben ja noch den Einsiedler und eben halt das Paket als Quest. Da schaue ich mal rein dann halt. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bleibt also dran, es wird spannend in Avorion. Und dann werden wir auch mal demnächst wieder ein neues Schiffchen bauen. Viel Spaß. Macht's gut. Tschüss.